Hallo und willkommen zurück zu Ray. Ich habe die Befürchtung, da hinten so ein blödes Vieh sitzt. Oh. Irgendwas habe ich jetzt falsch eingeatmet. Irgendwas war da mit Gas. Oh. Ja, ist doch gut. Was ist das für ein Geschütz? Jetzt habe ich mal eine Frage. Es ist ja Versorgung, Versand, ja. Aber ich hätte hier schon gern Strom. Cargo Power Control, okay. Da müsste ich... Ach ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier geht's in die Guts. Das ist die mechanisch verstellbare Tür. Ja, die also mechanisch blockierte Tür, wo ich nicht durchkomme. Nicht von der Seite, nicht von der Seite. Okay, gut. Gut zu wissen. Waffen-Upgrade. Cargo, Power, Energie offline. Energie offline. Ich muss da sehr wahrscheinlich... Was? Ach so, hier rein. Ich muss mir hier irgendwie einen Weg suchen. Muss ich sehr wahrscheinlich von da drin machen, wo das andere Vieh sitzt. Ich würde aber schon gern erstmal... Gucken, was hier so abgeht. Kann ich mir hier ein Operator... Ah, nee, ich kann mir hier keinen Operator machen, weil ich keinen Strom habe. Blöd, Mann. Alles schön aufheben. Alles schön aufheben. Können wir alles... brauchen, wenn... Oh, das könnten wir... Den hier könnten wir... Ne, ich bin fast voll. Den nehmen wir. Das lassen wir halt erstmal. Ich muss eh gleich nochmal sammeln. Ich glaube, wir müssen erst Strom machen, bevor ich hier sammle. Ich kann ja gar nichts mehr sammeln. So. Bewege mich. Aber... Wo? Kollege, wo bewegst du dich? Ich hab doch da hinten irgendwas gesehen. Ich komme. Ja, komm, komm. Hä? Wo bist du denn? Und wo quatscht er mich denn vor? Technik-Operator, hier oben ist er irgendwo. Hä? Da oben sitzt er. Ja, das ist schön, dass du da oben bist, aber ich bin hier unten. Ich bin hier ein Fehler. Klappt das? War mir klar. Bewege mich. Ausgeschwört, ich bin meine Daten, was ist das? Bis ich meine Daten aktualisiere, wie wäre es mit einem Reployer als Passwort? Das vergesse ich nicht so schnell. Verstehe ich nicht, was? Ach, ich bin blöd, ne? Okay, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ja, ich hab's verstanden. Achso, kann ich jetzt aber... Kann ich das irgendwie abschalten?
Ich weiß nicht. Brauche ich nicht. Oh, jetzt müsste es ein bisschen Eisen geben, ne? Mal Z, was haben wir denn jetzt hier? Hier ist noch eine Clue Cannon, hier ist eine Cannon, das kann weg. Uiuiuiuiuiuiui. Da geht es aber jetzt immer vorwärts mit Material, oder? Und ich bin ja noch nicht fertig. Recycling. Ich muss das hier schnell aufnehmen, sonst staut sich wieder in die Maschine rein. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah, hier, zack. Siehst du, direkt noch eine Zange. Verstehe ich nicht. Wie veräppeln? Hier, mach mir mal einen Operator. Nehme mich erstmal wieder hier. Beantrage neuen Operator. Ja. Okay. Okay, soweit, so gut. Transform Kobold 410 Technik Operator. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Wo wurde sie? Das reparieren. Ja, fertig. Danke. Alles klar. So läuft. Suchen wir hier nochmal alles schnell ab ein bisschen. Mal ganz kurz hier, war hier was drinnen? Nee. Hier, naja, da war aber noch was. Ist es hier auch alles so? Partner entdeckte Gefahrenwarnung. Ah, okay. Alles klar, ich fasse es ja schon nicht mehr an. Au. Voll ein abgekriegt hier. So, was haben wir jetzt hier alles? Hatten wir jetzt hier eigentlich alles? Meine ich war hier bei dem Kollegen, konnte ich hier alles mitnehmen? Nee, konnte ich nicht. So, zack, hier. Bewege mich. Und zack. Oh, nee, 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 nee. Ja, komm. Und. Was? Was dem? Wenn man das versiegeln hier vorne. Das geht nicht versiegeln. Da mal eine Frage. Das bringt mich jetzt hier aber so jetzt erstmal nicht weiter, ne? Nee. Hat mich jetzt so erstmal nicht weitergebracht. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Kiste, Kiste, Kiste. Sonst haben wir hier nichts. Danger, High Voltage, Kiste, 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 Danger, High Voltage. Okay. Sonst ist hier wirklich nichts. Okay. Die sollte jetzt aufgehen, das ist das Problem, ne? Die sollte aufgehen. So. Und ich muss irgendwie hoch zu euch, ne? Erinnern Sie mich daran, mich nie mit Ihnen anzulegen. Sie haben sie alle getötet. Was? Lassen Sie mich die Tür öffnen. Ah. Sauber. Ja. Alles klar. Gleich. Ich komme. Gleich. Was? Ich war fest nicht. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Und dann. Ja, zack, hier, warten Sie. Lassen Sie sich mal die Tür öffnen. Hä? So.
Cool, dann machen wir hier nochmal ein bisschen. Brauchen wir? Wir brauchen. Warte mal. Was brauchen wir? Anzugschipsätze. Ah, ich habe aber nichts mehr freigeschaltet. Tod von oben, Intrikitra. Umweltgefahren, Tod von oben. Ja, das brauche ich alles nicht. Neuromods, Daten. Was haben wir hier für Daten? Ja, irgendwelche Daten. Daten, Forschungsdaten. Ach, der Weber, weil ich den. Ja, okay, gut. Audiologs, Neuromods. Wir haben drei. Wir haben drei Neuromods. Wie viel kann. Da haben wir. Wir brauchen Pistole, Schrotflinte, Kuhstrahl. Gut. Clue-Kanister. Machen wir schon mal. Nehmen wir nochmal mit. Sicher. Trau dem Ganzen nicht so ganz Neuromod. 9mm hätte ich gerne. Und dann nehmen wir Schrotpatronen, nehmen wir nochmal mit. Das macht keinen Unterschied, ob drei davon. Jetzt hätte ich aber gerne. Oh, ne, oben waren sie. Warte mal, hier ist ein Medikit. Ich kann mir Medikits herstellen. Ah, Medikit. Was braucht es denn? Warte, lass uns erstmal mit. Ne, Kuhstrahlen. Die Kuhstrahlzellen brauche ich erstmal. Die sind wichtiger. Weil die super gegen diese Viecher helfen. Nochmal. Ja, das langt erstmal, oder? Dann haben wir noch ein bisschen. So, 6 Metall haben wir noch übrig. Ich glaube, wir haben auch nichts verschwendet hier irgendwie. Mal ganz kurz sortieren. Wir haben nichts, was wir so noch wegbrennen könnten. Nö. Nochmal. Austin, cool. Du bist eine geile Socke. So, komm mal her. Diese PPN-8er könnten auch Wasserpistolen sein. Die Wirkung wäre die gleiche. Ach, Quatsch. Okay, und jetzt? Reden Sie mit Alazar. Sie hat hier das Sagen, seit ihr Bruder die Station sabotiert hat. Mhm. Schicken Sie jemanden mit dem Schneidbrenner vorbei. Wir müssen diese Frachtkäfige aufkriegen und herausfinden, was darin für Vorräte sind. Aha. Öffnen. Ach, verschlossen. Mhm. Bist du das? Captain Alazar will Sie bestimmt sehen. Wir haben erst vor kurzem erfahren, dass Sie noch auf der Station sind. Mhm. Ach so, ihr habt euch hier ein bisschen. Ach so. Hüllenbruch. Ah ja. Okay. Was haben wir hier? Oh Gott. Oh, du Schmutzvieh. Das hat mich jetzt ganz schön erschreckt. Das blöde Vieh. Na, hallo. Ja, hallo. Oh, da ist noch einer. Hallo. Oh, hab da schon wieder einen getötet von mir. Wer will mich hier sprechen? Chief Alazar möchte bestimmt mit Ihnen reden. Haben Sie dieses goldene Zeug gesehen, das Sie machen? Wunderschön. Aber es macht mir Angst. Wie auch immer, Chief Alazar erwartet Sie. Scan abgeschlossen. Ja, aber wo ist der? Psi-Fähigkeitsverfügbar. Bestimmt oben. Gott, wie diese Dinger sich bewegen. So krank. Mika sagte mir, Quinten. Okay, krass. Was macht es? Oh mein Gott, hat es... Was? Ich glaube, mir wird schlecht. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enochs Leiche gezogen. Oh, Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Sieht das etwa so aus?
Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Ich hole euch hier raus. Auch nicht zu denken, dass sie das macht, aber wir reden erstmal mit ihr. Wollen wir hier weiter rumlooten? Hm, vielleicht doch nicht. Hey. Der ganze Weg hierher, nur um auf die Talos zurückzukehren? Natürlich. Der einzige Weg führt durch Frachtraum B. Und da wimmelt es von diesen Viechern, von denen ihr Bruder meinte, sie könnten nicht ausbrechen. Genau wie sie. Ich kenne als Einzige den Code. Er gehört ihnen, wenn sie uns die Feuerkraft besorgen, die wir von Anfang an gebraucht hätten. Erst den Plan für die Geschütze, dann... Laut meinen Männern hat der Fabrikator wieder Strom. Das waren sie, oder? Jawohl. Ich habe sie wohl unterschätzt, Doktor. Ja. Also brauchen wir nur noch den Plan für die Geschütze. Liegt wohl im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug könnten sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was sie vorhaben morgen. Aber denken sie dran, wichtig ist nur noch, wie sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Ja. Neue Code, Tresor, der Frachtsicherheit. Was ist mit den Geschützen? Okay. Okay, okay, okay. Hier waren wir eben schon drin und haben gelootet. Da waren wir drin und haben gelootet. Da unten, 15 Meter. Es muss einen Weg geben, einige Geschütze in Betrieb zu nehmen. Dr. Yu, ich hörte, Sie haben im Frachtraum die Leiche eines Schmugglers gefunden. Ja. Quinton Purvis. Mika hat mich informiert. Ja. Ich kannte ihn. Ich wusste nicht, dass er etwas mit dem Schmugglerring auf der Station zu tun hatte. Geh aus der Tür. Ich dachte, er wäre ein Freund. Ich habe mich wohl blenden lassen. Geh aus der Tür. Das sind die Vorräte der Sicherheitsleute. Die sind nicht für Sie. Morgen? Ich dachte... Ich weiß nicht, was ich dachte. Ja, gar schön, nicht. Sie zu sehen. Mit Transtar eine Rettungsmission zusammen? Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und alle wegrannten. Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte im Treibstofflager, als Officer Rose kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot, oder? Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Du hältst. Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Nein. Alle? Wie ist das möglich? Nein, sind sie nicht. Bleib geschmeidig. Bleib ruhig. Es sind nicht alle kaputt. Vergehen. Diese Transtar PPN-8-Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Die bringen nicht viel. Mit den Auslöschergeschützen haben wir eine Chance. Ja, und die sind da drin jetzt, oder was? Muss ich jetzt hier Cargo Frachtraum B da gehen, oder was? Und ihr macht dann jetzt hier... Was macht ihr? Krieg ich die irgendwie anders schon? Nee, gell? Ich krieg die gar nicht. Sollen wir da reingehen? Oh, was heißt denn Steuer? Ah, Käfig 1 öffnen. Oh, Käfig 2 öffnen. Läuft. Mr. McGill, wir haben sicherheitshalber alle Elektronik deaktiviert. Zum Öffnen der Außentür von Frachtraum B mit benötigt. Die zum Öffnen der Außentür von Frachtraum B benötigt wird und die Tür zusätzlich verschweißt. Wenn dieser Frachtraum ausschließlich zur Lagerung dient, wollen wir sicher gehen, dass er nicht versehentlich geöffnet wird. Es ist praktisch unmöglich, den Öffnungsmechanismus der Tür wieder voll funktionsfähig zu machen. Willst du mich veräppeln oder was? Ungeklärter Vorfall in den Guts. Hey Anders, hab deine Nachricht wegen der verpatzten Lieferung erhalten. Ich habe einen Technik-Operator losgeschickt und was Komisches ist passiert. Laut Telemetrie ist er angeblich ein energetisches Raster geraten. Solche Messwerte haben wir jedenfalls. Kam der Operator durch den Konto durch. Mal ganz kurz was.
Bericht verhängnisvoller Unfall. Ich habe eine Explosion im Frachtraum. Die Außentüren sind beschädigt. Alle Schotten wurden automatisch besiegelt. Ein paar Leute wurden noch vermisst. Dr. Igwe aus der Psychotronik war im Frachtraum. Der ist auch verschwunden. Ja, den habe ich leider Gottes getötet. Also, bleib mal hier. Ich muss erst ein bisschen was zerstören. Scanne Zielfehler. Warte mal. Ja. Ich nehme mich mal mit hierher. Ich könnte es nämlich dann hier schon so ein bisschen rumballern. Ausfahren. Frachtraum verteidige. Platziere noch zwei weitere Geschütze um den Bereich. Okay. Warte. Wir haben da noch ein anderes Geschütz irgendwo. Nämlich das hier. Das muss ich aber erstmal hacken, damit es wieder freundlich ist. Damit es nicht auf mich schießt. Ja. Haben wir noch irgendwo ein Geschütz? Wir haben mich schon. War er eben hier draußen, wo keine Atmosphäre ist? Willst du mich veräppeln? Hallo. 1, 2, 3. Oh Gott. Ja, hier ist er. Der Lümmel, der braucht keine Atmosphäre. Lasst uns nochmal ganz kurz gucken. Braucht noch ein Geschütz. Haben wir hier noch ein Geschütz drin? Ne? Was haben wir denn hier drin? Oh, hier haben wir noch Munition. Versorgungskiste. Hier haben wir ein Geschütz. Hier haben wir noch ein Geschütz, was ich hacken muss. Ja, bisschen rumhacken. Wieder nicht getötet werden. Hallo. Zack. Hallo, geh doch da unten entlang. Idiot. So. Zack, ist abgehackt. Scanne Ziel, kein Alien. Officer Maddox bereit. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Brauche aber erst noch ein bisschen hier. Material. Brauche erst noch mal ein bisschen Mathe. Hä, Käfig 1 und 2. Ach so, ja, natürlich nicht. Gut, warte, dann machen wir uns erst noch mal ein bisschen Munition. Dann alles hier, das verschrotten. Oh, wir sind schon wieder drüber. Ich bin schon wieder drüber, du. Junge. Das ist aber auch ein Suchtgame. Das recyceln wir noch und dann würde ich sagen, wir knacken in der nächsten Folge die Tür da drüben. Und, Achtung an das Personal. Aufgrund katastrophaler Schäden in Frachtraum 1 ist der gesamte Bereich zu räumen, bis alle Reparaturen abgeschlossen wurden. Betroffene Mitarbeiter werden wegen neuer Posten kontaktiert. Dies ist eine Aufzeichnung. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich nämlich sagen, wir hauen die Kuhzellen hier voll rein. So, dann würde ich sagen, wir sind hier ready. Warte mal, ich nehme den da nochmal. AAG ist ausgerichtet und scharf. Freue mich schon, unseren Freunden einzuheizen. Ja. Hier ist der Code für Frachtraum B. Danke, sehr. Machen wir aber jetzt allerdings erst in der nächsten Folge. Ich speichere an der Stelle mal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns
in der nächsten Folge. Es wären jetzt nicht so viele tot, wenn die Kapseln funktioniert hätten. So, jetzt aber, ne? Also gut. Wir öffnen in der nächsten Folge, diese Tür und dann betteln wir uns mit diesen Viechern. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, schön, dass ihr da wart, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und umgebt euch mit netten Menschen.